Hallo liebe BERFA-Fans, ich bin's, die Lisa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Archery Basics. Heute geht es um den Knockpunkt. Wir setzen zusammen den Knockpunkt bei dem Mingo heute. Und ja, was wissen wir über den Knockpunkt? Der Knockpunkt ist unterschiedlich vom Schützen. Natürlich gibt es hier Erfahrungswerte, aber unterscheiden tut es sich immer, wie greife ich in die Sehne oder wie stark drücke ich auch in den Bogen hinein. Der Knockpunkt hilft uns natürlich, dass der Pfeil im Abflug nicht sich nochmal verschiebt auf der Sehne nach unten oder nach oben. Wir setzen heute zusammen den Knockpunkt. Dazu benötigt ihr natürlich euren Bogen im gespannten Zustand. Des Weiteren braucht ihr einen Checker. Dann braucht ihr den Knockpunktbegrenzer. Dann braucht ihr eine Knockpunktzange. Und euren Pfeil oder eine Nocke. Dann machen wir jetzt zusammen beim Mingo den Knockpunkt an die Sehne. Dafür nehmt ihr euch den Checker, knockt ihn in die Sehne ein und legt ihn ganz locker auf das Bogenfenster auf den Shelf. So wie auch euer Pfeil eingenockt auf dem Bogenfenster liegen würde. Wir erschaffen durch den Checker einen 90-Grad-Winkel. Dann nehmt ihr euch einen Knockpunktbegrenzer, den gibt es in drei verschiedenen Größen, S, M und L. Wir haben jetzt hier eine 8-Strang Whisper String, also reicht uns der S-Knockpunktbegrenzer. Je nachdem, welche Stärke eure Sehne hat, braucht ihr eventuell einen größeren. Dann haben wir hier eine Inch-Skala. Wir haben Erfahrungswerte, dass man 6 bis 8 Teilstriche abzielt und dann den unteren Teil der Nocke ansetzt. Wir zählen jetzt 8 Teilstriche ab. Und beim 8. setze ich dann den unteren Teil der Nocke an. Über die Nocke setze ich jetzt auf die Sehne den Knockpunktbegrenzer. Kontrolliere nochmal, ob es passt. Ich nehme jetzt zu Hilfe zur Fixierung des Knockpunkts die Knockpunktzange. Drücke nochmal gescheit zu, dass er auch nicht mehr abgeht. Und habe jetzt an den Mingo den Knockpunkt gesetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald, eure Lisa.